ja ein geschlossenes Modell, wo es eben darum geht, um die Primärüberschüsse. Ich würde mich interessieren, wie man auf die 15 Monate kommt. Also warum nicht 18 Monate, warum nicht 12 Monate? Nun hat der Entwurf dieses Memorandums die Bundesregierung gestern schon am etwas späteren Abend erreicht. Es wird nun mit Hochdruck geprüft. Es ist aber noch zu früh, um eine klare Bewertung vorzunehmen. Es liegen auch noch nicht alle Dokumente vor. Die Position IWF, die Herr Weisgerber möglicherweise nochmal. Ich denke nicht, dass wir uns hier in dem Punkt unklar ausgedrückt haben. Es bleibt dabei, dass die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin, der Bundesfinanzminister eine Beteiligung des IWF für wichtig halten. Das ist falsche Annahmen. Und wenn ich noch was sagen darf zum ganz klar, die Berechnung, so wie sie ist, ist also höchst spekulativ und für uns auch nicht nachvollziehbar.